Unser letzter Ausflug führt uns wieder ans Meer. In der Nähe von Wollos gibt es eine kleine, aber feine Museumsbahn. Mutzurus, Schmutzfink, wird dieses 600-mm-Bähnchen genannt. Ihr korrekter Name lautet Pelionbahn, benannt nach dem gleichnamigen Gebirge. Hier kommen Eisenbahnromantiker voll auf ihre Kosten. Und das seit 1903. Auch dieses Züglein, oder griechisch Trenaki, hat eine wechselvolle Geschichte. 1971 wird die Strecke stillgelegt. In den 80er Jahren gründet sich der Verein der Freunde der Bahn mit dem Ziel, Museumsverkehr zu betreiben. 1985 wird auf Beschluss des griechischen Kultusministeriums die Bahn unter Denkmalschutz gestellt. Damit gehört die Strecke zum Kulturerbe Griechenlands. Seit 1996 fahren nun Museumszüge. Betrieb gibt es hier zwischen Ostern und Ende September immer an den Wochenenden und Feiertagen. Im 17. Jahrhundert war hier das wirtschaftliche Zentrum des Pelion. Olivenöl und Obst wurden und werden angebaut. Doch ein richtiger Aufschwung kommt erst sehr viel später, mit dem Bau der Bahn. Normalerweise fahren hier Diesellokomotiven. Dampf gibt es nur auf Bestellung. Nach 1,5 Stunden erreichen wir die Endstation Milies, was so viel wie Apfelbäume oder Apfelhain bedeutet. Und hier endet auch unsere Reise durch Hellas.